Herzlich willkommen bei Glaubenskompass. Heute mit dem zweiten Teil unserer Sendung über Papst Benedikt den 16. Gast bei mir im Studio ist wieder der Vorsitzende des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Professor Christoph Ohly. Herzlich willkommen. Danke. Herr Professor Ohly, wir sind in Rom angekommen. Wir wollen jetzt über das Wirken Josef Ratzingers in Rom sprechen. Seit 1982 war er Präfekt der Glaubenskongregation und damit der engste Mitarbeiter von Johannes Paul II. Wie haben die beiden zusammengearbeitet und kann man vielleicht sagen, wie viel Ratzinger steckt im Pontifikat von Johannes Paul II.? Das ist eine gute Frage, ja. Ich bezeichne die beiden immer für mich als ein kongeniales Duo. Johannes Paul II., der ja selbst ein großer Philosoph auf dem Papstthron war, hat immer zu allen Dokumenten, Ansprachen die Meinung von Kardinal Ratzinger eingeholt. Nicht um es irgendwie in eine Abhängigkeit zu bringen, sondern weil er ihm einfach vertraute und seinem theologischen Urteil. Sodass also ich schon sagen würde, das Pontifikat von Johannes Paul II. Ist ohne den Präfekten der Glaubenskongregation so nicht denkbar. Er hat ja auch immer wieder seine Rücktrittsgesuche abgelehnt, die häufiger kamen, aus gesundheitlichen Gründen. Glauben Sie, dass er ihn als seinen Nachfolger gewünscht hat? Das ist sicher Spekulation, weil er das so nie formuliert hat. Aber ich würde schon sagen, dadurch, dass er diese Gesuche abgelehnt und den Kardinal Ratzinger gebeten hat, im Amt zu bleiben, hat der Herrgott einfach auch führen und fügen können, dass es dann dazu kam, wie es dann gekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass er das so klar für sich vor Augen hatte, weil er auch der Vorsehung Gottes nicht vorgreifen wollte. Aber ein innerer Zusammenhang ist sicherlich erkennbar. Ja, und es kam dann dazu, dass er 2005 zum Papst gewählt wurde und eine breite Öffentlichkeit war dann erstaunt über seine Freundlichkeit, Güte und Demut. Viele andere, die ihn kannten, sicherlich nicht. Und er hat dann aber auch eigene Akzente gesetzt, obwohl er Johannes Paul II. Nachfolgen wollte. Und eines der beherrschenden Themen war Glaube und Vernunft, das Verhältnis dieser beiden. Wie hat er das gesehen? Er hat ja mit diesem Thema schon auch aufgenommen, was im Pontifikat von Johannes Paul II. Vor allen Dingen in der großen Enzyklika Fides et Ratio, also Glaube und Vernunft, ausgedrückt worden ist. Von der man ja auch sagt, das ist sicherlich auch eine der Enzykliken, in der die Handschrift von Kardinal Ratzinger erkennbar ist. Um deutlich zu machen, der Glaube ist etwas, was den Menschen zutiefst von seinem Wesen her durchdringt. Er gehört zu ihm, weil der Mensch ein religiöses Wesen ist. Aber die Vernunft, der Verstand ist ihm genauso geschenkt als eine Gottesgabe, um das auch zu durchdringen, dass ich also verantwortungsbewusst Vernunft gemäß Auskunft über den Glauben geben kann und damit natürlich auch in Fragen hineinwirke, die den Menschen von heute und die Welt von heute bestimmen. Also das ist sicherlich eines der großen Themen, die den Philosophen Johannes Paul II. Den großen Theologen, Kardinal Ratzinger, dann Papst Benedikt den 16. miteinander verbinden. Demgegenüber war die Geisteshaltung des Relativismus aus seiner Sicht zutiefst unvernünftig. Er hat immer von einer Diktatur des Relativismus gesprochen. Was hat er damit gemeint? Wenn man dieses Wort Relativismus übersetzt, könnte man vielleicht sagen, Gleichgültigkeit. Alles ist irgendwie relativ. Es gibt nichts Absolutes, was generell gilt, sondern alles hat irgendwie seinen Anspruch, seine Bedeutung und damit auch seine Gültigkeit. Und er hat da von dieser Diktatur gesprochen, die sagt, wenn ich von Christus her, von der Wahrheit spreche und damit auch von dem Anspruch des Glaubens herkomme, dann werde ich immer gegen oder mit dieser Gleichgültigkeit in einen gewissen Widerspruch kommen. Und wenn ich das nicht mehr äußern darf, dass es auch die Wahrheit gibt, dann ist das eine Diktatur, nämlich eine Diktatur, die mich zum Schweigen bringen will. Und das kann der Christ und das kann die Kirche letztlich nie eingehen, weil sie ja gerufen ist, Christus als die Wahrheit zu verkünden. Und das zu Ende gedacht macht Gott gewissermaßen überflüssig. Würde auf Dauer Gott überflüssig machen, weil der Mensch sich damit selbst in den Mittelpunkt stellt und bestimmt, was Gültigkeit hat und was eben keine Gültigkeit hat.
mit seinem Summorum Pontificium von 2007 hat er die Messe in der alten Form wieder erlaubt. Und viele haben das so als Schritt auf die Pius-Bruderschaft gewertet, was es sicherlich auch war. Aber steckte vielleicht auch mehr dahinter? Auf jeden Fall. Das war sicher so der erste Blick darauf. Ah, da versucht jemand, eben dieser Gruppe entsprechend entgegenzukommen. Aber für Josef Ratzinger war die Liturgie auch immer eines der Kernthemen. Und auch da ist zu erkennen, wie er in diesem konziliaren Gedanken steht. Die Liturgie fällt nicht einfach von heute auf morgen vom Himmel, sondern steht in einer lebendigen Tradition der Kirche. Sie hat sich entwickelt und das war für ihn das Bemühen, das vermeintlich Neue mit dem vermeintlich Alten in einen Prozess der Versöhnung zu bringen. Dass man sagt, das Alte ist deswegen jetzt nicht alt und nicht mehr gültig, sondern es steht sozusagen an der Vorstufe dessen, was wir heute tun. Und das miteinander so in Verbindung zu bringen, dass beide Formen auch voneinander lernen können, hat er ja gesagt in dieser Formel. Das ist der eine Ritus, aber in diesen beiden Formen, die momentan erkennbar sind. Hat er die Liturgie auch als wichtiges Mittel für die Neuevangelisation betrachtet? Weil, also das war für ihn auch immer eine gewisse Verbindung, weil in der Liturgie sozusagen der Impetus der Gottverbindung so gestärkt wird, dass ich erkenne, wofür bin ich denn auch in der Welt? Also, dass ich Zeugnis ablege von dem, was mich auch in der Liturgie ergreift, nämlich von Gott selbst. Mich persönlich, aber durch mich dann auch andere, zu denen mich Gott letztlich sendet. Bei seinem Deutschlandbesuch 2011 hat er die Kirche zur Entweltlichung aufgerufen. Das ist ja auch hoch und runter interpretiert worden. Manche haben gemutmaßt, er will die Kirchensteuer abschaffen. Aber was hat er wirklich gemeint? Die Mutmaßungen drücken immer eine gewisse Ängstlichkeit aus. Da könnte man jemandem was wegnehmen. Dieser Begriff ist sicherlich falsch interpretiert worden und würde falsch interpretiert, wenn es bedeuten würde, Papst Benedikt habe die Kirche aufgefordert, sich aus der Welt zurückzuziehen. Er ist gerade derjenige gewesen, der auch vom Konzil her sagt, die Kirche ist von ihrem Wesen her missionarisch. Sie muss in der Welt sein, aber sie muss immer gegenüber weltlichen Haltungen einen Sensus bewahren. Vorsicht, wir dürfen uns nicht verweltlichen, wenn dann am Ende stehen würde, die Kirche spricht nicht mehr von Gott, sondern spricht von so vielen Dingen, die die Welt ausmachen, aber letztlich nicht mehr das tut, was ihr Alleinstellungsmerkmal ist, nämlich durchlässig zu sein für den Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat und ihn zu verkünden. Also in dem Sinne gut in der Welt sein, aber auch sich entweltlichen von verweltlichten Handlungen und Haltungen. Und er hat drei Enzykliken herausgegeben, also gar nicht so viel. Welche Aspekte würden Sie hervorheben? Man müsste zu den dreien vielleicht dann noch die erste von Papst Franziskus hinzunehmen, Lumen Fidei, also über das Licht des Glaubens. Denn dann sieht man, dass es eigentlich eine Konstruktion ist, drei Enzykliken über Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei großen Tugenden. Und dann die eine Enzyklika noch, Caritas in Veritate, über die Soziallehre der Kirche und damit die Verbindung des Glaubens zum konkreten Handeln. Welche Haltungen und Handlungen kann ich aus dem Glauben heraus ablegen? Aber das Prägendste war sicherlich die erste Enzyklika, Deus Caritas ist, in der, so meine ich, zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche ein Papst mit sehr deutlichen Worten über die Liebe als Zentrum des Glaubens gesprochen hat. Er ist dann 2013 zurückgetreten, ein vielbeachteter Schritt, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und er hat sich eigentlich selbst ein Schweigen auferlegt, das er dann aber nicht gehalten hat, könnte man sagen. Wo sehen Sie die Gründe für den Rücktritt und warum hat er letztlich nicht geschwiegen, nicht schweigen können? Also ich vertraue ihm da in seinen Worten, die er anlässlich seines Amtsverzichts geäußert hat, dass er das im Gebet erwogen und vor Gott gesehen hat, dass ihm eben jene Kräfte fehlen, das Amt in einer Weise auszuüben, wie es für die heutige Zeit auch notwendig ist. Also da will ich auch gar nicht spekulieren, wie es auch andere tun, was ansonsten dahinter stecken könnte. Da vertraue ich
in seinen Worten. Und damit wird auch deutlich, was solch ein Amtsverzicht dann zum Ausdruck gebracht hat, dass er auch in Respekt vor diesem Amt deutlich macht: Ich habe das vor Gott gesehen und im Gebet erwogen, dass ich diesen Schritt gehe. Man konnte hören, dass er ein geistliches Testament verfasst hat. Was glauben Sie, könnte da drin stehen? Oder was ist aus Ihrer Sicht das geistliche Testament Josef Ratzingers? Ja, das werden wir sehen, wenn es dann da ist. Ich möchte da auch gar nicht spekulieren mit der Stille seines Daseins. Ich glaube schon, dass das ein durchgehender Aspekt ist. Er hat sich in die Stille auch zurückgezogen. Aber er ist natürlich ein betender, ein denkender Mensch, der weiterhin auch die Dinge dieser Welt, die Abläufe, die Ereignisse sieht und auch interpretiert und in einem engen Austausch mit Papst Franziskus steht und von daher von ihm ja auch ermutigt wurde, das ein oder andere zu sagen. Aber nicht im Sinne des Einmischens, sondern sozusagen aus der Betrachtung, aus der Stille des Gebetes einzelne Dinge zu formulieren. Und dann wird das in dieses geistliche Wort sicherlich hineingehen, was ihm in seiner ganzen Verkündigung immer wichtig gewesen ist, Gott in die Mitte zu stellen. Was wird von seinem Wirken bleiben oder wird es Dinge geben, die vielleicht erst später sprießen werden? Davon bin ich überzeugt. Vieles in seiner Theologie, seiner Verkündigung ist auch gerade durch die Herausgabe der gesammelten Schriften schon zugänglich gemacht, auch schon sichtbar geworden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es Zeiten geben wird, die ihn zum Kirchenlehrer erheben werden, weil darin so viel Potenzial steckt, auch in dieser Symphonie des Glaubens, dass es für die kommenden Generationen, so Gott will, eine große, große Quelle werden wird. Das bleibt abzuwarten. Vielleicht können wir Sie dann wieder einladen. Mhm. Vielen Dank, Herr Professor Ohly, für Ihren Besuch bei Kirche in Not. Liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Unsere Schriftenreihe Glaubenskompass können Sie kostenlos über unseren Shop bestellen. www.glaubenskompass.de